Ja, Holdrio, da sind wir. Ja, nahtlos geht's hier über. Ich werde hier gerade mit Stahl beschmissen. Ach, den Timer wieder anschmeißen. Wäre sinnvoll. Gut, Stahl müsste durch sein. Weiß jetzt nicht, wo du jetzt die Stahlplatten hingeschmissen hast, aber egal. Weil du hast Bei mich mir noch. im Table. Achso, bei dir im Table. Ah. Oh. Bau die NASA Workbench. In. Ach, in dem Table. Was baust du denn jetzt? Die NASA Workbench. Ach, die NASA Workbench baut er schon. Jetzt weiß ich, warum du mir den Stahl zugeschmissen hast. Genau, das ist nämlich das, was übrig war. Aha. Ich jetzt meine zwei Platten Und ich brauche. mache gerade noch Ja. Stahlingots für dich. Gut. Ich mache R, meine zwei Platten kriege ich zusammen. So, die Raffinerie wollten wir bauen. R. Dafür brauchen wir jetzt noch diese Kanister. Brauche ich Kupfer. Brauchen auch. Ups. War direkt zwei. Langt erstmal. Dann ein Furnace. Das heißt, ich brauche Cobblestone. Anders. Essig ein. Hier. Brauchen. 8 für ein Furnace. Wann der kommt dahin. Dann muss ich noch gucken. Ballplatten. Deine. Deine Klingelstone haben wir nicht. Auch mal. 12. Wenn man einmal halbwegs die Maschinen hat, dann geht es relativ schnell voran. So, hier, also Stahlplatten. Hast du noch einen Advanced Waiver? Nein, muss ja noch einbauen. Ich habe nur normale Wafer hier. So, die Raffinerie, die haben wir jetzt auch. So. Wollen wir die auch hier drinnen aufbauen oder wo wollen wir bauen? Mal uns Lager stellen oder so. Hier oder? Meinst du, dass die da raffinerieren sollen? Ja, ich guck mal. Ja. Keller vielleicht. Also, soweit ich weiß, braucht die nämlich. Strom. Ich weiß gar nicht, wo wir den Strom liegen. Wir haben da. Oh, Strom haben wir, glaube ich, nur hier, oder? Die Raffinerie so drehen. Okay. Eingang Strom von oben. Okay, die muss ja auch so platziert werden, dass sie den Strom rein und raus saugt. Wahrscheinlich noch ein paar Fluiducts. Stelle ich sie mal hier hin. Die Raffinerie braucht natürlich Öl, ist klar. Hier kommt dann der Fuel raus. Da braucht die und dann das eigentlich. Das heißt, ich brauche ein paar Stromkabel. Dann müssen wir mal gucken, ob die direkt von den Tanks raussaugt. Ja, ob wir noch Fluiducts brauchen. Ja, das ist schon so lange her, wo ich auf dem Mond war. Ich habe schon alles wieder vergessen. Item Dux, ja, Fluid Dux hätten wir sogar zwei. Warum auch? Jetzt haben wir jetzt zwei volle Telefon hier Barrels, im ja. Regal. Bitte? Telefon hier im Regal. Nee. Wen hast du, habe ich im Regal? Silikon. Nee, musst du hier abrufen. Im System. Nee, kann ja sein, dass du welches da hattest. Nein. Das braucht man eigentlich nicht sehen. Na okay, im Moment tun, aber grundlegend nicht. Wir müssten eigentlich noch mal eine Drum bauen. Brauchen ja eine leere, wo da Benzin reingeht. Drum war, glaube ich, voll drin.
Blades. Eisen, glaube ich. Mist. Muss ich gerade selber nochmal nachgucken. Ach, die Plates kamen so, okay. Ja. Nein. So. Komm. Gut, dann schauen wir mal. Wie die Raffinerie ans Laufen kriegt. Wunder. Ach, die NASA wirkt. Da hinsetzen. Genau. Eigentlich bräuchten wir einen. Der so einen extra Raum machen könnte. So, wenn ich die Drum direkt hier anschließe, connected der? Nice. Drum. Fluid Duct. Fluid Duct. Drum. Wäre diesmal. Dann brauche ich mit Sicherheit hier wieder auszieht automatisch. Strom haben wir. Jetzt brauche ich hier Servos. Ich hätte jetzt vielleicht noch einen schönen Wasserraum oder so gebastelt. Ja, den können wir ja immer noch basteln. Vor allem, erstmal fertig. Vor allem, wir brauchen ja dann auch für die ganzen Schematics noch Bücherregal. Was ich. Aber gut. Ja, so, sortieren. Ich brauche ein. Was habe ich gesagt, was ich brauche? Ein Servo. Servo, genau. Ein Servo. Das ist Eisen, Ingot, Glas, Nuggets. Nuggets. Ingot. Redstone. Glas. Stimmt im System. Huch. Glas. Na, man kriegt zwei. Ich leg mich mal hin. So. Und was baust du jetzt schon wieder? Und die erste Rakete oder was? Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen flott, hä? Ja, weiß ich nicht. Warum denn überhaupt? Tier 1. Oder? Zack. Hier. Jetzt das Öl da rauskommen. Voll, füllt sich. Stellen wir hier auf. Da. Der Fuel rein. So. Und dann kann der jetzt raffinerieren, wie er will. Dann kriegen wir unseren Fuel schon mal zusammen. Gut, haben wir das auch erledigt. Hätten wir rein theoretisch noch eine schicke Raffinerie bauen können. Brauchen wir mal. Wollen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen hier. So. Haltung zurück. Können wir ja auch offline bauen, den. So. Wenn wir da noch Reserve-Drum hin. Ist ja gar nicht voll, sag mal. Nur 183 drin. Der einen. So.
Das war die, die schon da stand. Raffinerie abhaken, NASA-Workbench abhaken. Gut. Dann Landeplätze. Jetzt mal wieder Kabel stellen. Müssen wir erstmal einen Weg buddeln. Ach. Die haben sich schon erledigt. Auch schon fast. Cobblestone. Füllen wir das direkt. Mal überlegen. So, ich habe mir überlegt, da hinten irgendwo und am Baum. Okay, können wir euch. Oh, ne, so weit gedacht. Maus hat manchmal nicht so schnell will wie ich. Weg bauen. Jetzt alle wieder abbauen. Was macht er denn da Schönes? Ein Weg zu unserer Startrampe. Ach, ein Schaf umgemäht. Nein, ich hab's nur gebeten, zu mir runterzukommen. Sag mal, was ist denn hier heute los? So? Mein Mausrad will nie dahin drehen, wo ich es will haben. Dann habe ich zu wenig Steine gemacht. Den Weg zu lang. So, fülle ich nachher noch auf. Jetzt müssen wir erstmal überlegen. Wir brauchen zwei Startrampen, ne? Auffüllen. Sag mal was, du bist so still. Echt? Ja. Hochkonzentriert. Ach so. Läuft.
Da hinten baust du die Startrampen. Ja, ich überlege, wie ich sie genau bauen will. Aber erstmal hier ein Wasserloch stopfen. Und diesmal richtig. Komplett massiv und so. So. Hier muss ja eine Maschine rein. Hier muss ja der Rocket Fuel. Das hier müssen wir auch noch bauen. Hier mal buddeln. Na. Gut, dann schauen wir mal. Also wir brauchen Landing Pads, wir brauchen den. Na? Naja, um den Treibstoff leben zu kriegen, brauchen wir. Eisen. So, dann schauen wir mal nach Landing Pads. Landing Pads. Haben wir es nicht. Dann nehmen wir mal Pads. Rocket Launch Pad, genau die. Compressed Iron. Block of Iron. Und wir brauchen 6. Guck mal hier in der Abfrage, da müssen schon welche drin sein. Was denn? Was ja. Ich hab's jetzt mal beigezählt. Wir haben da schon welche. Von deiner alten Rakete. Wieso haben wir die doppelt? Bewaffnet hat. Okay, ja, hab's abgeworfen. Haben wir dich. Okay, gut. Auch gut. Dann, wir brauchen auf jeden Fall. Fuel Loader. Die brauchen wir. Genau. Dafür brauchen wir Compressed Aluminium, Compressed Steel, Tin Canister und Basic Wafer. Basic Wafer haben wir ja noch. Aluminium kompressen und Stahl kompressen. Müssen wir erst wieder Stahl herstellen? Wie viel hast du denn in der Welt gehabt? Mussten mal. Okay. Steel Ingot auf jeden Fall. Was willst du machen? Den Refueler, Rocket Fueler oder Fuel Station. Machen wir mal Eisen. Fuel Loader heißt das Ding, glaube ich. Ja, genau. Machen wir mal ein bisschen Kohle, die wir essen müssen. So, müssen wir erstmal Stahl herstellen. Aluminium kann ich euch. Aluminium kann man. So, was macht Versorgung? Ah, bestens. Ich leg mich mal hin. Voll. Also ich werde für. Alkohol geht ja jetzt ohne Ende, gell? Was geht ohne Ende? Charcoal. Kohl überhaupt. Kohl haben wir jede Menge, falls du das meinst. Die geht ja jetzt ohne Ende. Kohle. Ja, was heißt geht jetzt ohne Ende? Ja, die brauchst du ja jetzt hier ohne Ende zum Stahl herstellen. Ja,
Aber haben wir ja auch noch. Wir haben ja noch Kohlohr, das können wir ja auch pulverisieren. Da kriegst du mehr Kohle raus. Also von daher. Ach stimmt, wir haben ja Kohlohr noch. Ja. Du hast ja direkt abgebaut. Ja, ja, klar. Selbst hier habe ich noch 5 Stacks Kohle drin. So. Jawohl. Da mache ich mir im Moment keine Gedanken. So. Wirklich. Basic Tin Kanister müssen wir noch bauen. So. Tin, Tin, Tin haben wir da. Apropos Tin. Brauchen wir ja auch. Tin Kanister. Da. Zack, haben wir auch. Gut. So, der Timer läuft. Wir beenden diese Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.